Das war jetzt ein Stress. Hallo Freunde, herzlich willkommen. Ich habe ja ganz viele Drohmails bekommen, warum ich keine Waffeln gemacht habe. Also war gar nicht mal so viel in den Kommentaren, hauptsächlich über private Kommunikationswege, dass ich da hier ein Waffeleisen vorstelle und keine Waffeln mache. Und ja, okay, ich habe versprochen, ich mache welche. Jetzt machen wir zusammen welche. Und zwar das erste von den Rezepten, da steht traditionelle Waffeln. Ein klassisches Rezept für dicke und saftige Waffeln. Thermostat auf Position 6 für 8 Waffeln. Backzeit etwa 3 bis 4 Minuten. Nehmen Sie das Gerät und nehmen Sie die Waffeln raus. Okay, ich brauche noch so ein Ding. Okay. Gut, die Gerätschaften sind da. Ich brauche noch eine Rührschüssel. Also gut, Freunde. Für... Okay, der Roomba ist abgestürzt. Das Eisen brauchen wir vorerst nicht, aber wir brauchen, Achtung, 300 Gramm Mehl. 300 Gramm Mehl. 10 Gramm Backpulver, das sind 15 drin. Das müssen wir dann so abschätzen. Dann eine Prise Salz, hier ist Salz. Dann 75 Gramm Zucker, hier ist Zucker. Dann 100 Gramm Butter, ich habe die schon mal weich gemacht. So, 100 Gramm weiche Butter, 2 Eier, hier Eier, Hühnereier habe ich da genommen und einen halben Liter Milch, Okay, dann habe ich noch hier für das dann Teller und zum Drauftun habe ich hier noch einen Schuss Ahornsirup und vielleicht, wenn wir es ganz krachen lassen, Puderzucker, für Puderzucker dann hier noch extra ein Sieb. Okay, hier die Schöpfkelle. Dann ein Rührgerät. Ich benutze das Krups 3 Mix 3000. Ich glaube, es ist 40 Jahre alt. Okay. Mischen Sie das Mehl und das Backpulver in einer großen Schüssel. Machen wir jetzt. Eigentlich hätten wir das auch da drin. Aber, also die Schüssel ist jetzt nicht so die schönste. Aber ich habe keine andere. Außer die eine, aber die hat einen kleinen Boden. Und das ist irgendwie uncool. So, okay. Da jetzt quasi... Ja, das müssten so ungefähr... Ja, das werden schon 10 Gramm sein. Okay, das mischen wir jetzt. So, ich lege hier lieber mal überall an den neuralgischen Stellen Küchenpapier aus. Okay, jetzt haben wir hier eine Mulde gemacht. Salz, also eine Prise Salz. Ich weiß nicht. Das ist jetzt, sagen wir mal, das ist eine Prise. Oh, ja, okay. Ich werde jetzt gleich vollkommen mit Mehl überzogen sein. In Mulde. Fügen die Salz, den Zucker hinzu. Jetzt ist die Mulde ja wieder weg. Okay, ich nehme das Ding als Muldenmacher. Die geschmolzene Butter und die Eier hinzu. Okay. Okay, die Milch steht noch da, die darf nicht umfallen. Die geschmolzene Butter. Oh, das sieht aber schön aus. Ah, und geschmolzene Butter riecht auch immer lecker. Oh, da könnte ich mich neilegen. Oh, wie es tropfelt. Komm, okay. Ah, gut. Na, ich stelle es mal hier auf Seite. Und jetzt die Eier. Hoffen wir, das sieht man von oben ganz okay. Ja, okay, jetzt haben wir das da hinzugefügt, okay. Ich glaube, jetzt mischen und dann etwas Milch hinzufügen.
Also von weh? Ach, das ist ja auch... Ah, ich habe jetzt erst geschnallt, dass der Mixer und das Mixgerät... der Mixer und das Waffeleisen sind beide von Krups. Ah, ich glaube, so moderne Schüsseln haben so einen Deckel, ne? Wieso gerade... Warum geht es nach oben, der Teig? Das ist doch scheiße. Achtung, ey, auf Stufe 6. Das ist ganz schön heiß. Okay. Und es ist ja so beschichtet, das heißt, man braucht ja nichts drauf tun. Und hier sieht man, ob man sieht oder ob es zu hell ist, es heizt auf und das heißt dann, die Temperatur ist erreicht. Okay, okay Leute, es geht los. Ich muss mich ein bisschen so... Puh. Oh, Rauchmelder, ich sehe, ne? Gut, das ist arschheiß. Also Stufe 6 ist wirklich ganz schön heiß. Aber ich komm, geh da mal näher hin. Gut, eine ist vielleicht wegen viel. Mache ich mal da mal ein bisschen nur so. So. Okay. Achtung, jetzt machen wir zu. Und hier Timer. Er zählt runter. Und bei 10 drehe ich rum. Und jetzt warten. Aber riechen tut schon lecker. Hm? Lecker riecht es. Lecker, lecker, lecker. Boah, ist das viel. Ich muss dann mal die Nachbarn anrufen, ob die Waffeln wollen. Ich hätte ja euch auch fragen können. Oder so die anderen über Instagram. Aber da kommt ja wieder keiner. Okay, stopp. Zurückdrehen. Aufmachen. Sind die fluffig. Leck mich am Arsch, sind die fluffig. So. Und dann jetzt gleich das nächste rein. Hier, Achtung. Aha. Okay, sehen schon ein bisschen dunkler aus. Habt ihr gesehen, wie wir Puderzucker drauf getan haben? Mit Puderzucker ist es sehr lecker und ihr habt auch gesehen, wie wir Ahornsirup drauf getan haben. So, die letzte Charge backt. Sind dann, es waren, wie viel waren das? Drauf stand 8. Aber wir haben, also die sagen, ein so ein Streifen ist 1. Wir haben jetzt hier 6. Sieben, acht, neun, zehn. Ah, es sind ungefähr 11. Also 10, wir sagen mal 10 kommen da raus. Ich muss sagen, das ist sehr luftig, sehr fluffig, schmeckt gut. Ich würde aber vielleicht nur 5 Gramm Backpulver reintun oder vielleicht mal was mit Hefe probieren. Also das Backpulver, das mache ich halt echt überhaupt nicht, so gar nicht meins. Aber ihr habt es euch ja gewünscht, dass wir da mal Waffeln machen damit. Die sind gut, die sind einfach und die sind nicht ganz so schlimm wie die belgischen. Die belgischen, die werden eher etwas trockener.
und etwas gehaltvoller. Und da schaffe ich vielleicht, also so ein Ding hier. Oder, ja, also zwei, die Doppelwaffen. Und Ach und Krach auch drei. Ja, genau, ich tue da immer Kirschen dazu, Äpfelkirschen, ja. Die hätte ich mir auch etwas. Naja, nun gut. Wir machen das nicht. Okay, Freunde. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Haut doch in die Kommentare, welche Version der Waffel, Teigzeug eure liebste ist. Und ob ihr jetzt auch endlich so ein Waffeleisen habt oder habt ihr euch das von Artisan geholt? Und nee, wer mal zum Waffelessen vorbeikommen will, einfach Bescheid sagen. Ich bin in der Zone. Also gut, ich bin dann raus. Bis dann. Tschüss. Quatsch, hier ist Waffeln jetzt noch. Hahaha.